Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 3, wo wir quasi im Mutterschiff der Enklave sind. Und hier wollen wir natürlich alle Enklave-Mitglieder ausradieren und unsere Mission erfüllen. Wir sind so langsam am richtigen Ort, nähern uns dem Ziel, haben aber auch ordentlich einstecken müssen jetzt in der Zwischenzeit. Aber noch ging es so. Noch haben wir alles überstanden. Startplattform. Rückzug angetreten. Bereich 97. Alarm abbrechen. Zurück. Okay. Interessant. Roboterkontrollrechner. Aha, okay. Wir sind doch noch Level 49 geworden. Unfassbar. Robotikdiagnose ausführen. Sicherheitsabschaltung ausführen. Parameter sabotieren. Enklave Robotik aufs Ziel ausrichten. Ja. Und die Stufe gestiegen. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich ja schon länger nicht mehr, was wir hier nehmen sollen. Ich nehme mal schnellen Stoffwechsel. Mit dem Extra-Rang schnellen Stoffwechsel erhalten Sie bei Verwendung von Stimpacks einen Bonus von 20% auf Ihre Gesundheit. Da wir uns sowieso die ganze Zeit heilen. Warum denn nicht? Sicherheitsterminal. Alles gut und schön, aber hier sind wir nicht richtig. Müssen also doch wieder hier raus. Woanders hin. Da hinten zum Satelliten müssen wir. So, hätten wir ausgeschaltet. Aus sicherer Entfernung. Oh Gott, da sind ja schon wieder mehr. Lass mal Granaten. Hätte ich eigentlich liegen lassen sollen. So, da hat der Enklave mit Raketenwerfer. Ach, das sind die Roboter, die uns jetzt helfen. Habe ich aus Versehen schon drauf geschossen gehabt. Egal. Na, wo wollt ihr denn hin, Lady? Der Spaß fängt doch gerade jetzt an hier. Wollt ihr schon gehen? Wer ist da am Feuern? Jericho, das ist ein Feind. Dahinter versteckt er sich. Anführer der Enklave Gruppe Sigma. Okay, dann wollen wir mal gucken, was er dabei hat. Naja, eigentlich nichts Interessantes. So, hier müssen wir hin. Da sind wir richtig. Dann wollen wir doch mal. Kommen wir nur von oben? Nee, kommen wir von hier aus rein. Sehr gut. Haben wir vielleicht noch ein bisschen... Na, verdammt. Nee, lasse ich mal hier jetzt. Also ganz ehrlich, nee, wir haben zu viel Gewicht. Satellitenkontrollraum. Doch, mich wieder im Weg. Ich nehme jetzt hier einfach gar nichts mehr mit, weil wir sind einfach total überladen. Das macht ja jetzt keinen Sinn. Soldat der Enklave. Ciao, Soldat. Und wieder einer. Ciao. Und der nächste. Sehe ich ja fast gar nichts mehr. Hier leuchtet und blitzt es überall nur noch. Ach, das ist ja einer, der uns hilft eigentlich, ne? Verdammt. Ich habe vergessen, dass die Roboter jetzt auf unserer Seite sind. Ich sehe sowieso nichts. Lassen wir Jericho und Dogmeat einfach mal machen. Verdammt. Wie ist denn jetzt richtig? Rechts rum. Okay.
Ich muss ich nach oben? Ah, das ist hier schon. Satellitenstatus überprüfen. Nutzlast überprüfen. Grünes Licht. Nutzlast laden. Nutzlast abfeuern. Aha, Zitadelle, Projekt Purity, Megatron, Rivet City, Plattform der Adams Air Force Base. Alter, ich könnte Rivet City kaputt machen. Das soll selbst zerstört werden. Bestätigen. Von der mobilen Plattform der Enklave entkommen. Ich will's ja. Ach, werden wir jetzt hier gerettet? Aktivieren. Okay. Einen Moment. Hey, Jungs. Ich setze den Vogel neben dem Flugsicherungsturm auf. Dann sehen wir uns das Feuerwerk an. Wird sicher ein Höllenspektakel. Wo habt ihr meinen Hund gelassen und Jericho? Das will ich aber auch sehen. Nice. So muss das sein, meine Freunde. So muss das sein. Das Ding ist komplett hinüber. Und somit dürfte die Enklave endgültig besiegt sein. Ein Grund zu feiern. Ich hoffe, das war's mit der Enklave. Der Sieg dürfte unser sein. Und das jetzt? Jetzt ist es ja nicht mehr so spektakulär. Das Ding ist eingefallen. Bis dahin, es kommen jetzt noch mal hunderte Raketen da drauf geflogen. Aber warum? Ich denke, da wird nichts mehr passieren. Aktivieren. Wo geht unsere Reise jetzt hin? Zurück zu... Zurück zur Zitadelle. Genau. Die älteste Lions wird ein paar Fragen stellen, sobald wir gelandet sind. Keine Sorge wegen der restlichen Streitkräfte der Enklave. Wir kümmern uns darum. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Ihr könnt ja auch gerne mal was erledigen. Aber zumindest nett, dass wir hier abgeholt werden. Und die uns zur Aussichtsplattform gebracht hat, dass wir das Feuerwerk angucken konnten. Immerhin, das ist nett. Wenn sie auch so nicht wirklich geholfen haben. Hey, Ältester. Als ich sie vor einiger Zeit zum ersten Mal traf, traute ich ihren Beweggründen nicht. Und ihre Methoden gefielen mir noch weniger. Im Kampf um Projekt Purity haben sie sich bewährt. An diesem Tag verflogen alle Zweifel, die ich in Bezug auf sie gehegt hatte. Jetzt, da die Enklave in Trümmern liegt und dies alles nur ihnen zu verdanken ist, fehlen mir fast die Worte. Ich bin stolz darauf, sie einen von uns nennen zu können. Und verspreche, dass ihre heutigen Taten in die Geschichte eingehen werden. Im Namen der stählernen Bruderschaft und der freien Bewohner dieses Ödlands danke ich ihnen von ganzem Herzen. Ja. Kein Problem. Wer wagt, gewinnt. Ältester. Sie wollten über etwas Bestimmtes sprechen? Ja. Gibt es sonst noch was, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Ja, sie können uns gerne noch helfen. Ich glaube, Paladin Tristan und der gelehrte Rothschild haben eine ganze Reihe von Vorschlägen für sie, wie sie uns helfen können. Schön zu sehen, dass sie nach all dem, was sie durchgemacht haben, immer noch helfen wollen. Daran erkennt man die wahre Berufung zur Bruderschaft. Okay, was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Auch wenn die Enklave praktisch ausgelöscht ist, haben wir noch einen steinigen Weg vor uns.
Im Ödland tummeln sich immer noch zahlreiche Gefahren und ich gedenke, die Bruderschaft zur Friedenssicherung einzusetzen. Offen gestanden setze ich große Hoffnungen in sie. Ich wünschte mir, sie würden uns auch bei unseren weiteren Anstrengungen zur Seite stehen. Haben wir die Enklave jetzt vollkommen vernichtet? Es wäre naiv von mir zu glauben, dass die Bedrohung durch die Enklave vollkommen aus der Welt geschafft wäre. Bei ihren Ressourcen und der hohen Mobilität wäre ich nicht überrascht, wenn sie eines Tages wieder im Ödland der Hauptstadt auftauchen würden. Ich muss jetzt los. Gehen wir mit Watchheit und danach mit Tristan. Die vielen Ausrüstungsteile aus den Ruinen, die sie an der Adams Air Force Basis hinterlassen haben, haben wir wohl ihnen zu verdanken. Hiermit sind wir dem Gegner im Ödland immer einen Schritt voraus. Und im Idealfall bringt es auch meine Rekonstruktionspläne voran. Merken Sie sich meine Worte. Prime wird wieder laufen. Das mag zwar Monate oder sogar Jahre dauern, aber wir werden ihn wieder zusammenflicken. Falls Sie bereit sind, uns bei diesem Unterfangen zu helfen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Gibt es sonst noch was, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Ja, Sie können uns gerne noch helfen. Das würde mir sehr gelegen kommen. Wie Sie wissen, bin ich mit dem Wiederaufbau von Liberty Prime beschäftigt. Eine große Herausforderung betrachtet man seinen derzeitigen Zustand. Um ihn wieder auf die Beine zu bringen, brauche ich neben viel gebrauchtem Schrott noch einige besondere Gegenstände für seine komplexen Systeme. Halten Sie unterwegs Ausschau nach Sensormodulen. Damit kann ich seine elektrischen Komponenten wiederherstellen. Das Dringendste wären allerdings alte Kameras. Primes Optik wurde bei der Explosion komplett zerstört. Mit den Kamerateilen kann ich sie reparieren. Gut, das ist aber so eine endlose Aufgabe. Gibt es sonst noch was, womit ich helfen kann? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin auf... Ja, wissen wir, wie läuft's mit der Rekonstruktion? Ihn wieder zusammenzusetzen ist eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange es noch... Ja. Der einzige Lichtblick ist die Gelegenheit, Prime von Grund auf neu zu bauen und ein paar Verbesserungen vorzunehmen. Wenn wir nur nicht so viel von unseren Vorräten im Kampf gegen die Enklave aufgebraucht hätten. Aber, den können wir jetzt nicht mehr sehen in Fallout 3, wie er fertig ist. Der ganzen Ausrüstung nach zu urteilen, die ich täglich reinbekomme, würde ich sagen, wir haben sie zumindest schön ins Straucheln gebracht. So sieht es aus. Was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Ich kann mich kaum mehr retten vor Arbeit, seit wir es mit der Enklave aufgenommen haben. Ihre technischen Geräte sind einfach spektakulär. Es wird Jahre dauern, bis ich mich allein durch das Wrack ihrer mobilen Plattform gearbeitet habe. Der Dank dafür gebührt wohl Ihnen. So sieht's aus. Ich muss jetzt los. Was hat denn Tristan noch zu sagen, bevor er abhaut? Hey. Ich habe diesen Mistkerlen gesagt, dass sie es schaffen können. Ach ja, natürlich gab es in der Zitadelle Zweifler. Aber Lyons hat hinter ihnen gestanden und das hat mir genügt. Ich kann mir kein größeres Kompliment vorstellen, als ihnen einfach zu sagen, dass die Bruderschaft ohne sie praktisch aufgeschmissen wäre. Danke von uns allen. Gibt es sonst noch was, womit ich der Bruderschaft helfen kann? Naja, da wäre schon noch was. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mir bei meinem nächsten Einsatz zur Hand gehen. Die Supermutanten sind immer noch ein Problem. Eine unserer Hauptmissionen wird es sein, das Ödland der Hauptstadt von ihrem Gestank zu befreien. Sie müssten sie für mich nur zahlenmäßig reduzieren. Wenn Sie einen sehen, jagen Sie ihm eine Kugel in den Kopf. Ich versehe Ihren Pip-Boy mit demselben Blutprobegerät, das wir normalerweise unseren Spähern geben. Nehmen Sie eine Probe von jedem getöteten Mutanten und bringen Sie sie mir. Ich sorge dafür, dass Sie für den Munitionsaufwand entschädigt werden. Das ist auch so ein Endlosauftrag. Gibt es sonst noch was, womit ich helfen kann? Töten Sie... Ja, wissen wir schon. Was geschieht jetzt mit der Bruderschaft? Nun, auch wenn die Enklave keine Bedrohung mehr darstellt, gibt es noch genug für uns zu tun. Die Muties kriechen immer noch durch die Ruinen und vermehren sich wie die Ratten. Es ist kein Honigschlecken, ihre Zahl niedrig zu halten. Aber es ist unser Job. Haben wir die Enklave jetzt vollkommen vernichtet? Ganz vorbei ist's noch nicht. Es werden noch Nachzügler und Patrouillen im Ödland rumlaufen. Die kapieren erst Wochen später, was in Adams los war. Aber ich sag Ihnen, die schießen immer noch ohne Vorwarnung. Passen Sie also auf. Ich muss jetzt los. Ja, so haben wir jetzt mit denen geredet. Wir gehen jetzt mal rein, versuchen noch mit ein, zwei Leuten zu reden.
aber wir sind am Ende. Wir sind komplett am Ende. Das Hauptspiel haben wir ja schon durch mit dem Wasser fürs Ödland. Das war jetzt die Erweiterung und diese haben wir auch durch. Willkommen. Aber jetzt wollen wir erstmal mit den Leuten so quatschen. Wenn wir denn hier überhaupt alle finden. Seien Sie gegrüßt. Okay, die sitzen hier alle. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Ich glaube, ich verstehe, was Sie gesagt haben, Sir. Wenn ich ruhig werde und mich konzentriere, sehe ich nichts außer dem Ziel. Watchite, Artemis, das sind aber nicht die Leute, mit denen ich reden wollte. Wo ist denn Dr. Lee zum Beispiel? Mich würde ja mal interessieren, was die zu sagen hat. Das sind hier auch keine Hauptpersonen. Dann gehen wir mal schauen. In Ring B, da müssen doch die anderen rumgurken. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Im Endeffekt so Wichtiges zu erfahren gibt es auch nicht mehr. Außer, wer zum Beispiel diese Person hier ist. Das hier ist der Maxen. Und Maxen, merkt euch den Namen, er wird in Fallout 4 noch eine wichtige Rolle spielen. Dieser kleine Junge. Das werden wir in Fallout 4 auch noch erfahren. Aber was... Oder wo ist Dr. Lee? Der Roboter war da in der Wand drin. Das ist ja alles gut und schön. Ring A. Ist der im Ring A? Oder sind die im Ring A? Paladin Glade. Ich laufe jetzt so wieder im Kreis, ne? Ja, ich bin jetzt so wieder im Kreis gelaufen. Ich brauche Hilfe. Wer ist allein? Hof der Zitadelle. Bin ich jetzt hier komplett falsch gelaufen? Vorsicht, ich muss hier lang. Einfach mal davor latschen. Hier sind sie am Kämpfen, da müssen wir rein. Glaube ich doch. Ich bin gerade verwirrt. Total verlaufen hier in der Bruderschaft. Ja, hier ist der Hauptteil. So. Runter hier. Und mal nachsehen. Ist hier irgendjemand, die Dame die Sachen verkauft? Aber nicht die, die ich suche. Hier ist auch nichts. Aha, Tesla-Kanone. Der Kopf von Liberty Prime, aber da erfahren wir nichts Sinnvolles. Aqua Pura nehmen wir mit. Die Tesla-Waffen brauchen wir nicht. Ja, seid gegrüßt. Hier sind die anderen Überreste von ihm. Er sagte, es würde ja Jahre dauern. Seien Sie falls es etwas gibt, womit ich helfe. Nö. Sonst gibt es hier nichts. Nee, mit ihr wollen wir auch nicht reden. Ich finde jetzt Dr. Lee einfach nicht. Weil, wenn ich jetzt mal ein bisschen spoilern will, das weiß ich, weil ich auch ein bisschen nachgelesen habe. Dr. Lee spielt in Fallout 4 eine wichtige Rolle. Denn sie ist von Fallout 3 am Ende, sagt sie normalerweise, dass sie sich dem Institut anschließen möchte. In Boston. Und Dr. Lee wird in Fallout 4 noch eine Rolle spielen. Was aber jetzt keine Rolle mehr spielt, ist, dass wir jetzt hier alles fertig haben. Ich kann ja nochmal ganz kurz schauen. Aufgaben. Das können wir nicht lösen. Diese Aufgabe ist verbuggt. Leider. Wir haben alles entdeckt. Wir haben alles aufgeklärt. Wir haben alles gelöst. Wir haben es geschafft, bis auf Level 49 zu kommen. Wir haben jetzt hier nochmal Statistiken. Erfüllte Aufgaben 51. Entdeckte Orte 191. Getötete Leute 767. Und so weiter und so fort. Wir waren eigentlich immer recht neutral. Mit einem Hang ein bisschen böse zu sein. Weil wir halt den Jericho als Begleiter haben wollten. Wir hatten unseren Vater wiedergefunden und leider unseren Vater wieder verloren. Wir haben die Wortbewohner aus der Wort gelassen. Wir haben die Geschichte umgeschrieben. Wir haben sie geändert und mitbewirkt an dieser ganzen Geschichte. Wir haben das Ödland befreit von der Enklave,
von dem schmutzigen Wasser. Das Ödland der Hauptstadt hat jetzt sauberes Wasser und vor allem sind wir dabei, diesen Ort zu einem besseren zu machen. Aber wir haben gesiegt. Das Ödland ist ein friedliches Ödland. Ich steck die Waffe weg. Und auf jeden Fall haben wir alles gesehen, alles erreicht, alles geschafft. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hier in diesem Let's Play in Fallout 3. Aber wir sind jetzt wirklich endgültig am Ende. Ich weiß gar nicht, bei der wievielten Folge wir sind. Wir haben auf jeden Fall das DLC auch noch mitgenommen. Als letztes, so wie es sein sollte. Die Hauptstory haben wir schon durch. DLC noch mitgenommen, Enklave besiegt. Das war der Sieg. Schade, dass es am Ende nicht nochmal eine Frequenz gab, von wegen, was aus den verschiedenen Charakteren geworden ist, wo die hingegangen sind, dass das vielleicht nochmal aufgeklärt wird. Aber gut, müssen wir so mit leben. Ein bisschen was habe ich jetzt schon verraten. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, allgemein mit manchen Charakteren oder allgemein mit dieser Geschichte von Fallout an für sich, schaut gerne bei Fallout 4 rein. Dort wird in ganz, ganz wenigen Zügen auch ein bisschen die Handlung von Fallout 3 fortgesetzt, vor allem mit der Bruderschaft und mit gewissen Kandidaten, die ich eben schon erwähnt habe von den Namen her. Schaut auch gerne mal dort rein, guckt es euch an. Es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Mir hat Fallout 3 sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch nochmal ein riesen, riesen Dank an die Leute, die immer noch dabei sind, die sich das von Anfang bis zum Ende, bis nach Folge 200 hier angeschaut haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Begleiten hier durch die Apokalypse und ich hoffe doch, dass wir uns sehr bald wiedersehen werden, ob es jetzt Fallout 4 sein wird und irgendwann definitiv auch mal Fallout New Vegas, aber das wird nicht im Anschluss kommen. Dieser Platz bleibt fürs Erste frei, bis ich da einen Ersatz gefunden habe. Muss ich mal sehen, aber Fallout New Vegas gibt es auch irgendwann. Genaues Datum kann ich noch nicht sagen. Ob es dieses Jahr kommt, kann ich noch nicht sagen. Aber irgendwann werde ich auch Fallout New Vegas bringen. Damit ich, sage ich mal, die neuere Generation von Fallout mal komplett gezeigt habe. Die alte gucken sich halt die wenigsten an. Und wir haben ja jetzt hier schon ein bisschen Probleme gehabt mit der Kompatibilität. Es hat ja nicht immer geklappt, aber irgendwie ging es. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Begleiten, fürs Dabeisein hier durch die Apokalypse, hier in Fallout 3. Und wir verabschieden uns. Und ich sag bis dahin, tschüss.